Hallo, hier ist wieder Bernhard Eschbaumer von der Firma Eschbaumer Forst- und Gartentechnik. Ich möchte euch heute einmal den Husqvarna Benzinmäher vorstellen. Und zwar ist das der LC247. Das heißt mittlere Schnittbreite mit 47 cm mit Husqvarna Motor. Ihr habt hier ein stabiles Kunststoffgehäuse mit zentraler Schnitthöhenverstellung. Also hier an der Seite ist eine Skala. Und das ist ähnlich wie bei einer Handbremse, ihr braucht bloß den Hebel ziehen und dann rauf oder runter drücken. Also ich empfehle euch die oberen Einstellungen ab Stufe 4 aufwärts, weil wenn ihr recht tief mäht, habt ihr langfristig mehr Moos und Unkraut. Also nicht zu tief mähen immer. Dann der Korb, der wird einfach hier, Klappe hochgezogen, dann kann man den mit einem schönen Griff einfach rausnehmen. Ist auch unten eine Lasche, ist ein Vorteil, dass da nicht so leicht verstopft. Auch einen großen Auswurfkanal hier, dass er schön hintere wirft. Mulchen kann man mit einem Zubehör, mit einem Mulchkeil, ist aber serienmäßig nicht im Lieferumfang dabei. Die Klappe ist so geformt, dass ihr hinten rauswerfen könnt, einfach. Dann einfach einen Korb wegnehmen und einfach Klappe runter. Dann kann man bei höherem Gras oder feuchtem Gras auch rausmähen. Also sonst soll es halt immer einigermaßen trocken sein, dass das vernünftig geben im Mähen. Den Holm, den kann man hier einmal in der Höhe verstellen. Einfach hier einmal rausdrehen und auf der anderen Seite auch. Dann könnt ihr hier nach unten schieben. Der hat zwei Löcher, dann kann man entweder zusammenklappen, da habe ich schauen, dass man nicht einzwickt. Und dann setzt es hier an zwei Aussparungen, da kann man praktisch das einfach hochschieben und fixieren, dann ist der Holm höher oder tiefer, je nachdem wie groß derjenige ist, der wo mähen möchte. Gehen wir mal wieder retour. Wichtig, wenn man wieder hochzieht, immer den Bügel hier betätigen, weil sonst ist die Motorbremse aktiv und könnt es nicht richtig hochklappen. Dann jetzt schauen, in welcher Höhe. Das ist jetzt die niedrigere Höhe vom Holm her und das wäre jetzt die höhere Höhe. Je nachdem, wie groß man ist, kann man das dann optimal entsprechend fixieren. Das macht man bei beiden Seiten hochschieben und wieder zudrehen. Das sind extra zu abgesetzt Gewinde, dass es nicht rausfällt auch. Wenn ihr einen umlegen wollt, könnt ihr entweder nach hinten gehen, Klappe und dann so. Dann kann man schön reinigen oder wenn mit dem Luftfilter nach oben, weil wenn er Öl und Benzin ist, sonst läuft euch da was rein. Schauen wir mal unten rein. Ihr habt da kugellagerte Räder, also geht auch leicht zum Schieben. Gibt es aber auch in der Antriebsversion, das ist jetzt eine Schiebeversion. Messer, da haben wir jetzt bloß nicht drüber geschliffert, die werden überlackiert. Ich mähe zwar jetzt damit, aber da sieht man es jetzt nicht ganz so gut, weil normal müssten wir erst ein bisschen mähen, bis der Lack runter ist. Oder man zieht ein bisschen drüber mit der Feile oder was. Man kann so auch mähen, aber ist halt nicht ganz scharf dann. So. Kunststoffgehäuse habe ich schon gesagt, sehr stabil und schlagfest. Ist halt Vorteil, ist halt leichter als Metallgehäuse und von der Schlagfestigkeit steht das am Metallgehäuse nicht nach. Wenn ihr Alu-Gehäuse im Vergleich nehmt, hat den Vorteil, ist halt nicht so schwer und kann halt nicht rosten. So, zeige ich euch das Ganze auch zum Mähen. Also Korb wird einfach hier mit den zwei Laschen eingehängt, geht eigentlich ganz leicht. Der hat Startautomatik, also ihr müsst hier nichts mehr drücken oder machen. Ihr braucht nur einfach den Bügel ziehen hier und dann sanft durchziehen und dann läuft er.
hört man schon am Geräusch. Man muss ein bisschen darauf achten, dass der Fangkorb, wenn er zusammenfällt, dass man dann stehen bleibt, weil dann ist der Korb voll entsprechend. Weil sonst hier verstopft es. Oder wenn man zu schnell schiebt, kann das natürlich auch passieren. Wie gesagt, durch die Lasche bleibt da auch nicht so viel im Kanal hängen. Kann man das eigentlich schön rausnehmen und dann könnt ihr es schön ausleeren. Das ist halt auch ein Vorteil, ihr habt so einen schönen Griff dran. Also dann könnt ihr es schön nehmen und einfach irgendwo, wo ihr es halt wollt, hinleeren. Geht auch gut raus zum Leeren, das ist auch wichtig, weil das ist sowieso sonst noch ein Problem, wenn das nicht gescheit rausgeht. Da gibt es auch Körbe, wo da oben Mordsdinger dran haben oder andere, da könnt ihr es dann nicht richtig ausleeren. Also das geht bei dem auch sehr gut. Jetzt ist es auch nicht ganz so einfach, weil es noch relativ feucht ist, aber ja, trotzdem sauber gemäht. Ja, das war jetzt der Husqvarna Rasenmäher mit dem Husqvarna Motor. Wenn es euch gefallen hat, wie immer, macht es, gefällt mir. Ich verlinke euch wie immer unter dem Video die ganzen technischen Daten. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend. Dankeschön.